immer wieder. Heute geht es hier zum Hot-Essen und Korean Barbecue. Sind hier in Düsseldorf. Zeig mal ein bisschen hier hinten. Alles grau und grau. Wir haben jetzt hier Mitte März. Ja. Morgen ist St. Patrick's Day. Heute ist der 16.3. Wir probieren das mal aus für euch. Was ist das Hotpot? Was ist Korean Barbecue? Ist hier mittlerweile auch so ein Trend. Hier in Düsseldorf sowieso. Sehr, sehr große Asian Community. Hier soll es das beste Hotpot geben. Schreibt mal drunter, ob ihr das schon mal probiert habt, ob ihr schon was gegessen habt. Wir gucken uns den Laden mal an. Also kommt mit, Leute. So, wir haben uns natürlich für Hotpot und für Barbecue-Platte entschieden. Hier, was es alles gibt, mal kurz einen Überblick. Hinten sind wohl so Kühlschränke, gucken wir uns mal gleich an, wo man sich selber rausnehmen kann, irgendwie das Essen. Ist halt mehr so ein Buffet von mir. Hier sind ein paar Drinks. Seht ihr auch die Preise. Aber wie gesagt, ich zeige euch gleich mal alles, wie es hier funktioniert und was der Spaß am Ende gekostet hat. Und nach dem Essen gibt es an einem anderen Ort nochmal meine ehrliche Meinung dazu. Hier eine Cola kostet zum Beispiel 3,50. Wenn es auf Asiatisch steht, ist es immer ein Zeichen für Qualität. Da gehen ja auch Einheimische hin. Also nicht Einheimische in dem Sinne, sondern ja, Experten von dem Thema. Aber gleich am Ende gibt es auch meine ehrliche Meinung hierzu. Ihr wisst ja, bei mir gibt es immer den vollen Überblick. Das ist jetzt die Ehrentoilette. Sieht das hier aus, dass man sich nehmen kann. Fleisch und so, ne? Hier auch. Hier so ein bisschen Salat, Gemüsezeug. Ne? Besonderheit ist, man mischt sich hier so eine Soße zum Dippen selber zusammen aus verschiedensten Bestandteilen. Ja, so sieht das dann aus. Hier ist diese Barbecue-Platte. Hier sind die Hotpots. Berühren. Das kann man sich halt dann da reinmachen. Oder hier. Rind und Garnelen und sowas. Ja, Vorspeise ist ein Thema für sich. Das ist hier ein Kartoffelrösti und Vorspeise, das ist eine gebackene Banane. Also mal schauen. Also ihr seht hier, der Laden ist voll hier. Ja. Gerade in einer Reisegruppe angekommen. Wir sind auch fertig. Ich würde sagen, gleich geht es zu meinem Fazit, wenn wir draußen sind. Schonungslos. Kommen wir zum Fazit. Ich bin jetzt hier zu Hause, damit es nicht so auffällt, der Laden mal ein bisschen zu laut und nachher gucken die Leute komisch. Also sind wir ganz ehrlich, dieses System von Hotpot, ich habe es vorher schon zweimal gegessen, beides mal auch in Düsseldorf, das war beides mal deutlich besser. Aber das Prinzip ist ja komisch, also ihr bezahlt ja Geld und müsst euch dann Sachen irgendwie selber kochen. Das irgendwie, also da ist keine Dienstleistung mehr. Und das ganze Zeug ist gefroren und ist im Regelfall auch nicht von der besten Qualität. Komisches Prinzip, wir haben jetzt zu zweit, waren wir, jeder ein Getränk, haben wir jetzt irgendwie 75 Euro waren es, ne? 75 Euro bezahlt, ist auch schon mal eine Hausnummer, ne? Das sind über 30 Euro für jeden. Ich meine, wenn ihr mal guckt, was ihr da beim Dönermann bekommt, dann Dönerteller und so, schon was anderes. Zum eigentlichen Laden, zu diesem Laden, der war halt voll, hätten wir nicht gedacht. Es gibt ungefähr 10 Hotpot-Läden in Düsseldorf, da haben wir woanders keinen Tisch bekommen, nur dort. Der war voll, wie gesagt. War aber nicht gut. Also auch keine Besonderheit irgendwie, dass da mal so tausendjährige Eier waren, irgendwas traditionell Chinesisches. Das gab es da gar nicht. Alles nicht wirklich hochwertig. Also als Fazit, Hotpot, wenn ihr mehrere Leute seid, so eine Gruppe irgendwie, ihr wollt so ein bisschen kommunikativ sein, versucht's mal. Den Laden würde ich euch nicht empfehlen. Aber grundsätzlich, das Gefühl ist eher, weil es gerade so gehypt wird, weil die überall aus dem Boden sprießen, die Läden, geht es auf Kosten der Qualität. Lasst mich eure Meinung wissen. Dankeschön und bis bald.